Logbuch des Kapitäns Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationssystem und keinen Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Moment mal, wie sehe ich überhaupt aus? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Lass mich gefälligst hübsch aussehen. Da gehört mehr dazu, als nur auf diesen Knopf zu drücken, dass du hübsch aussehen würdest. Mach jetzt! Okay, ist ja gut. Na also, geht doch. Oh, meine süße Elaine, wie ich dich vermisse. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich dachte, er würde mir zu Reichtum und Ruhm verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Finger meines Erzfeindes getrieben, des Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen finsteren Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Ach, meine Liebe, wäre ich an Land, würde ich zu dir eilen und dich bitten, meine Frau zu werden. Aber ich sitze hier mitten auf dem Ozean und meilenweit um mich herum ist nichts außer Wasser. Hey, was machst du denn hier? Ach, Elaine, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe schon gedacht, dass ich dich nie wiedersehe, aber jetzt bin ich ja hier und ich muss dich unbedingt was... Warte mal. Du verrätst mich, Mara! So jetzt, Elaine, möchtest du meine Frau werden? Lass mal schauen, ob der überhaupt passt. Um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Die Voodoo-Priesterin, die muss mir helfen. Und dann habe ich ihr diesen Ring gegeben und dann hat sie sich in eine massive Goldstatue verwandelt. Hast du diesen Ring nicht zufällig einem haarigen Ork mit tiefer Stimme gestohlen? Nö. Gut, weil so einer war letztlich bei mir und behauptete, ein Ring habe seinen Diener mitten in der Bewegung eingefroren und er würde seitdem über die Landschaft gleiten. Ich habe ihm natürlich gesagt, ein Ring habe nichts damit zu tun. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, das Ding scheint schließlich verflucht zu sein. Au! Lass das, das kann ich auch. Das tut nämlich weh. Au! Pass auf! Au! Ah! Nimm das! Au! Jetzt lass das! Nimm diese Puppe und geh jemand anderem damit auf die Nerven. Okay, danke. Aber was mache ich jetzt mit dem Fluch? Wie kann ich den aufheben? Du musst nach Monkey Island segeln an den heiligen Strand. Und dort und nur dort wirst du Elaine den Ring abnehmen, sodass sie sich zurückverwandelt. Sag mal, da fällt mir ein. Ja? Lässt du Elaine bewachen oder steht da jetzt eine 1,65 Meter große Goldstatue am Strand rum? Ich muss weg. Ah, verdammt, sie ist weg. Was ist das? Hallo Mutti, sind mit Papas Schiff nach Monkey Island gesegelt, haben einen tollen Briefbeschwerer für Onkel Toothrot gefunden. Den werden wir als Geschenk am Strand verbuddeln, damit er ihn an Weihnachten ausgraben kann, der alte Einsiedler. Sind zum Abendmassaker wieder zurück. Gruß und Kuss, deine Seebär. Jetzt brauche ich ein Schiff und eine Crew. Hey du, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Möchtest du meiner Crew beitreten und reich und berühmt werden? Nee. Moment, du verstehst nicht. Schiffe bergen, Goldschätze entführen, Jungfrauen plündern. Nee. Vielleicht hilft dieses Argument. Ist ja gut, ist gut. Lauf, ich komm mit. Na also, geht doch. Hey, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Willst du mit mir die Weltmeere besegeln und auch so berühmt werden wie ich? Du, alberner Hanswurst, willst ein mächtiger Pirat sein? Okay, so jetzt mal im Ernst, Junge. Da machen mir ja Geister und Klabautermänner mehr Angst als du. Pass auf. Murray! Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Okay, du hast mich überzeugt. Freiheit oder Tod! Zum Hafen geht's da lang. Danke! Hey du, willst du meiner stetig wachsenden Crew von stinkenden Piraten beitreten? Ha! Da musst du erstmal beweisen, dass du das Zeug zum Captain hast. Los, beleidige mich! Gott, bist du hässlich! Und dumm! Du hast doch nichts in der Birne, du dahl doof! Du stinkst! Du kannst nichts! Du bist fett und fällst um! Du Baby! Du kämpfst wie ein Bauer! Was? Wie war das? Du kämpfst wie ein Bauer? Ah, warte. Du,
Ach, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Ich trete deiner Kuh bei. Ausgezeichnet. So, jetzt habe ich eine Kuh. Jetzt brauche ich nur noch ein Schiff. Guter Mann, ich suche einen Bootsverkäufer. Da sind Sie bei mir genau an den richtigen geraten, denn ich bin Stan, der Bootsverkäufer. Und Sie sehen mir aus wie ein mächtiger Pirat mit mächtig viel Ahnung. Ich habe auch hier genau das richtige Schiff für Sie, die Santa Anna, die Königin der Sieben Meere. Wie viel Geld haben Sie denn eigentlich dabei? 5 Goldstücke. Und welch Zufall, die Santa Anna kostet auch genau 5 Goldstücke. Haben wir ein Geschäft? Das Schiff sieht mir nicht mehr sonderlich seetüchtig aus. Aber ich bitte Sie, die Santa Anna hat bereits Piraten über die Sieben Weltmeere befördert, als Sie noch in Ihrer Mutterwiege lagen. 2 Goldstücke. 5. 3. 5. 4. 6. Ich hab aber nur 5. Und weil Sie ein netter Kerl sind, gebe ich es Ihnen für 5. Haben wir ein Geschäft? Okay, da schlage ich ein. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schiff. Danke, Stan. Und so segelte Guybrush mit seiner frisch angeheuerten Piratentruppe los, um seine Angebetete von dem Fluch zu befreien. Da ist sie ja, Elaine. Jetzt werde ich dir den Fluch abnehmen. Sag mal, bist du bekloppt? Du kannst sie doch nicht vom Fluch befreien, wenn dir noch bis zum Hals im Sand steckt. Ach, guter Punkt. Was machen wir denn jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Das kann ich nicht machen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Elaine, kannst du mich hören? Nee. Dieses Junge, weißt du, wie schwer die ist? Da reiß ich mir die Arme aus. Nie im Leben. Wofür habe ich euch eigentlich dabei? Schau mal. Ah ja, natürlich. Ach, Elaine, jetzt werde ich dich von dem Fluch befreien. Hab ich dich! Bist du doch auf meinen kleinen Köder reingefallen, du möchtegern Pirat! Wo ist Elaine? 10 Meter weiter unten am Strand. Aber du wirst sie nie bekommen! Weil erst heirate ich sie. Und dann töte ich dich! Obwohl, eigentlich würde es mir umgekehrt besser gefallen. Du willst Elaine töten und mich heiraten? Nimm das! Ha! Du kämpfst wie ein Bauer! Das passt ja, du kämpfst wie eine Kuh! Oh, ich... Was zum... Das ist ein Adventure. Da kann der Held nicht einfach sterben. Pass auf. Ah! Junge, um mir damit wehtun zu können, bräuchtest du 3 ganz spezielle Dinge von mir. Ein Haar, ein Kleidungsstück und meine Seele. Naja, ein Kleidungsstück habe ich ja schon mal von dir. Den hast du ja vorhin angehabt. Mhm. Und eine Seele hast du doch eh nicht so als untoter Zombie-Pirat. Also brauche ich dir auch nicht für meine Voodoo-Puppe. Aber du hast immer noch kein Haar von mir. Das ist für deinen bescheuerten Fluch! Und was mache ich jetzt damit? Ah. Oh nein! Tja, blöd, was? Ja, guck mal, Junge! Das ist eben unser Captain hier! Jetzt geh mal erstmal einen Rums. Moment! Oh, meine liebe Elaine! Wie, und was ist jetzt mit Feiern hier? Hey Jungs, egal, bleibt mir für uns. Ja, du trinkst ja eh wie ein Bauer. Ja, und du wie ein, sag schnell, wie ein, und du, wie passend, Hey du, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und... Tja. Aus. Ne? Ach, Elaine, jetzt werde ich dich von dem Fluch befreien. Nee! Vielleicht hilft dieses Argument. Hey, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Willst du meiner Crew beitreten und auch so berühmt werden wie ich?
Hey du! Oh! Ja, das, so bin ich. Tot durch Umdrehen. Nö. Moment, du verstehst nicht. Schiffe bergen, Goldschätze plündern, Jungfrauen entführen. Nee. Jetzt habe ich es aus Versehen richtig gesagt. Verdammt, ich wollte die Szene ruinieren und dann sowas. Wo ist Peter Land, wenn man ihn braucht? Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Was? Neben mir ein einköpfiger Affe.